Umsatz, wir gehen direkt auf Umsatz drauf. So, und da sehen wir, ich verdiene nur aktuell in diesem Monat 31. Minus 50% Steuern, ungefähr sind es 15. Nehmen wir nochmal mein Montana Black Account dazu. Damit 3.400. Da ziehen wir mal nach Steuern ab. 2.000. Aktuell verdiene ich netto monatlich. Aktuell verdiene ich monatlich netto mit meinen beiden YouTube-Kanälen ungefähr 17.000 netto. Da merkt ihr schon, weswegen ich euch das jetzt gezeigt habe und auch drauf scheiße, ob ich da das Verbot von YouTube bekommen habe oder ich soll es nicht mehr zeigen. Das mache ich jetzt nur, damit ihr auch mal merkt, dass das miese Zeiten sind. Nein, Spaß. Dass ich immer noch einen Haufen Geld verdiene. Aber nur weil ich in einem Monat mal meine Einnahmen zeige, heißt es nicht, dass sie im nächsten Monat wieder so sind. Und wie ihr gerade gesehen habt, ist es ein krasser Unterschied. Ich will mich nicht beschweren, ich verdiene immer noch heftiges Geld. Aber es ist trotzdem ein extremer Unterschied. So. Aktuell habe ich verdient mit Twitch-Subscribern. Ich kann es euch nicht zeigen, weil dann würde man alles sehen. Ihr müsst jetzt auf mein Wort vertrauen. Also bezahlte Abos, sprich Leute haben dafür Geld bezahlt. Das sind aktuell, könnt ihr sehr gut sehen, wie viele das sind. Ich kann es nicht sehen. Also insgesamt sind wir aktuell 14.412 Subscriber. Bezahlte Abos davon sind 9.500 Dollar. Twitch Prime Abos 36.000 Dollar. Also sagen wir mal grob zusammengerechnet um die 47.000 Dollar. Rechnen wir mal kurz Euro, Dollar. $47.000 sind um die 41.000 Euro. Ziehen wir nochmal davon 50% Schulden ab. Ziehen wir davon nochmal 50% Steuern ab. Sind es ungefähr 20.000 Euro. Also zusammengerechnet YouTube und Twitch. Mit meinen YouTube-Kanälen und mit meinen Twitch-Subscriber-Einnahmen verdiene ich aktuell monatlich netto oder 7 und was war hatten wir? Ich hab's schon wieder vergessen, Digga. 37, was war das jetzt nochmal? Oder jetzt habe ich aber Alzheimer kriegt rein. 20.000, damit sind 37.000 ungefähr, glaube ich, ne? Um die 37.000, genau.